Der Wirtschaftssprecher der SPÖ ist der letzte Redner in dieser Debatte über Gaswirtschafts- und Diversifizierungsgesetz. Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Besucher auf Galerien und die Zuschauer. Nach dieser berechtigten und wirklich korrekten Kopfwäsche, die Julia Heer hier gemacht hat, möchte ich versuchen, als letzter Redner zu dem Punkt ein bisschen Lob auch einzubringen für grüne Politiker. Keine Angst, die grünen Fundamentalisten Lukas Hammer und Litschauer werden nicht von dem Lob belohnt, aber die grundsätzliche Bereitschaft zu lernen. Jetzt gibt es seit gestern die Revision dieses unsinnigen Systems, dass der Ökobonus nach der Postleitzahl ausgezahlt wird. Wir haben uns über die Narreteien an der Ketzergasse schon unterhalten und den Unsinn, warum man im Waldviertel, wo man leicht dem CO2 entkommen kann, mit Holz heizt und eine Fahrgemeinschaft bildet, am höchsten gefördert wird und in der Stadt, nur weil die ÖVP sie nicht mag, die Stadtbewohner, die niedrigste ist. Sie haben gelernt, Frau Bundesministerin. Mein Problem ist nur, diese Lernkurve ist so flach wie die pannonische Tiefebene. Und das ist in Zeiten der Krise ärgerlich, aber manchmal auch gefährlich. Und das heutige Thema hier fällt genau da hinein. Wir sind zu spät dran, Frau Bundesministerin. Wieso liegt diese Frage, wie wir die Speicher füllen, nicht bereits seit April vor? Wieso? Und wieso haben wir die Zeit nicht genützt, seit es wärmer ist und man da einlagern kann? Warum verlieren wir die Zeit? Warum dauert alles wochenlang? Zweiter Lob gilt auch für einen grünen Regierungspolitiker, nämlich den deutschen Wirtschaftsminister Habeck. Der hat nämlich gestern erkannt, es bleibt gar nichts anderes über als Kartellgesetz und Übergewinne abschöpfen. Wo sind Sie, Frau Bundesministerin? Wir haben einen Antrag hier liegen. Da können Sie von den grünen Kollegen in Deutschland lernen. Stimmen Sie zu, dass wir die Übergewinne abschöpfen. Und schon tun wir uns um einiges leichter. In diesem Sinne. Wahrscheinlich ist unter roter Führung einer Regierung besser die Krise bewältigen, als wenn es unser zähnefletschender Karl Nehammer ist. Das verstehe ich, das konzitiere ich den grünen Freunden und ich ignoriere die aufgeregten ÖVP-Abgeordneten. Zurück zum Thema hier. Mir muss klar sein, wie ernst diese Geschichte mit der Einlagerung ist. Und wir werden daher zustimmen, dass es dieses Prinzip gibt und Heidach gefüllt wird. Aber eins muss uns auch klar sein. Und da schaue ich unsere Oppositionskollegen und Kollegen von den Neos an. Das Versagen ist auch ein Versagen völlig liberalisierter Märkte. Das hat nicht funktioniert. Da muss reguliert werden, weil das Leben, die Wirtschaft gefährdet ist. Und daher auch dort Ayatollahs und Fundamentalisten aller Art, Kollegin Meindl-Reisinger. Sei es auf der Öko-Seite, geht auf der neoliberalen Seite auch nicht. In diesem Sinne dazulernen, so wie die Frau Bundesministerin, und steilere Lernkurve ist die pannonische Tiefebene, wünsche ich der Leonore Wessler und der Kollegin Meindl-Reisinger auch. Danke. Offensichtlich haben die Grünen noch ein bisschen Restredezeit. Es hat sich jetzt Lukas Hammer, der Energiesprecher der Grünen, zum zweiten Mal in dieser Debatte zum Wort gemeldet.